Wunderschönen guten Abend. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen höher. Ich rutsche halt doch immer wieder nach unten. Ich möchte mich verstecken. Nein, eigentlich nicht. Hallo Nil, hallo Hide. Schön, euch zu sehen. Die ein oder anderen mögen es auf Twitter schon gesehen haben, aber ich habe Stoff. Ich habe ein ganzes Päckchen. Ein ganzes Päckchen voller Tee. Hallo Nele. Ich hoffe, ich darf Nele sagen. So, und ich dachte mir, da diese Tasse leer ist und ich neues Getränk brauche, dürft ihr jetzt entscheiden, was ich als nächstes trinken darf, muss. Sekunde. Ich habe zur Auswahl französische Brotzeitkräuter. Bestimmt kommt das gleich von Nele, dass ich die trinken soll. Ach nee, fränkische, nicht französische, Verzeihung. Schweizer Kräutertee, natürlich. Ja, deswegen sagte ich das ja. Marrakesch-Mint. Oder Marrakesch-Mint, wie auch immer man das spricht. Die acht Schätze, das Shaolin. Ostfriesen-Mischung, Broken. Persischer Apfel, aber das soll man nur mit ganz heißem Wasser machen. Das habe ich gerade nicht da. Japans grüne Kostbarkeit. Habe ich gerade schon 2000 von getrunken. Made Grün. China Gunpowder. Englische Mischung. Classic Broken. Rooibos Natur Kräutertee. Und GL. GL. Was auch immer. Irgendwelche Hinweise? Nele, nicht Nell. Nimm das Schießpulver. Was ist denn das Schießpulver? Was ist denn da überhaupt drin? Ein grüner Tee mit kugeligem Blatt. Herb im Geschmack. Also genug Zucker rein. Ein Teelöffel, Tasse mit 70 Grad klingt doch ganz gut. Das müsste eh ein bisschen abgekühlt sein. Ja, erlebt das jetzt live, wenn ich davon gleich sterbe. Nele meinte der Schweizer noch. Wo ist denn der Schweizer? Was war der Schweizer? Gott, ist da viel. Oh, Orangeminzengeschmack. Ich nehme den Schweizer. Ich habe Candeszucker. Nicht einfach gewöhnlichen Zucker. Candes. Aber Schießpulver, also finde ich schon lustig. Ja, genau. Willkommen zur Drogenparty. Ich habe meinen Spaß. Krümel kann das. Oh, Moment. Ach, Moment, ich habe die Packung schon weggeschmissen. Gunpowder-Dinger schmecken gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da rein sieht, wenn ich es aufmache und in die Kamera halte. Sieht man das? Hier, mein Candeszucker. Ich habe frisch eingekauft, die Packung ist leider schon im Müll gelandet. Oder Gott sei Dank. Wo stelle ich denn das jetzt hin? Hier. So, la 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 la. Was zu essen? Gut. Klingt nach einer guten Idee, Ragnar. Es tut mir leid, dieses orange Minz hat mich jetzt einfach sehr, sehr, sehr angetan. Aber ich trinke auch hin und wieder mal Tee mit Milch. Dann meistens allerdings eher Schwarztees. Huch! Oh, Ragnaran! Ragnar ist auf Platz 1! Wieso wird Ragnar nicht auf Platz 1 angezeigt? Betrug! Ich finde, das ist Betrug! Genau, Ripp-Bausch. Was schön mit dir, Bausch. Jetzt muss er wiederkommen. Wer ist da? Ja, da aber nicht im Chat. Ah, jetzt da. Ah, ja, ah, hat ein bisschen gebraucht zum Aktualisieren. Dankeschön, Ragnar. Ich muss mal kurz
so ein bisschen händeln. Die Packungen sind etwas klein, um mit meinem Löffel da irgendwie reinzugehen. Oder ich habe einen zu großen Löffel. Ich will halt hier auch den nicht alles... Ich muss mir, glaube ich, unbedingt so kleine Döschen oder irgendwas dafür kaufen, wo ich es reinmachen kann und besser rausholen kann. So, jetzt noch ein Dreiviertel... ein Viertel Löffel, Moment. Dann kann's losgehen. Erinnert mich in 2 Minuten? Nein, 5 bis 6 Minuten, dass er gezogen ist. Boah, der riecht doch so richtig geil. Tut mir leid. Tut mir leid für diese Wortwahl. Einen wunderschönen guten Abend, Roger. Tee mit Milch klingt lecker. Oh, ja, hab's offen, okay. Wir machen heute Teeparty. Spielen ist zu anstrengend. Nee, natürlich machen wir keine Teeparty. Aber ich muss ja auch mein Stimmchen ölen. Und deswegen durfte der Chat jetzt so halb mitentscheiden, was ich trinke. Nachdem allerdings der Vorschlag Schweiz kam, also der Schweizer Tee, und der Orange Minze war, hat er ganz spontan gewonnen. Wie geht's euch eigentlich? Gibt es eigentlich auch auf irgendwas, was ihr wartet? Also so posttechnisch. Ich warte jetzt aktuell noch auf die Uff-Shirts, die Bagger-Crew-Tasche, ein paar Schuhe für ein Cosplay, Haarkämmchen für ein Cosplay, um an die Perücke, also Perückenkämmchen, um an die Perücke dran zu nähen, damit sie hält und nicht rutscht. War sonst noch irgendwas, auf das ich warte? Und noch irgendeine Amazon-Bestellung. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich muss mir unbedingt diesen einen Wasserkocher kaufen, den ich gesehen habe. Aber ich trau mich noch nicht, ihn zu bestellen. Ich weiß noch nicht, ob das Budget auch für diesen Monat wirklich reicht. Kingdom Hearts 3 und ein paar Sachen von unserem Shop. Hast du noch mal ein bisschen eingekauft? Oh, auf was für einen neuen Tee wartest du denn, Nele? Ich tu mal so lang... mal in der Zeit schon mal das Spiel anschubsen. Da Peng tot ist, kann die lange Reihe der Eschenburger Schüler, unter denen sich auch Bodo befunden hat, nicht mehr fortgeführt werden. Als unser Held gerade weiterziehen will, erfährt er, dass ein Einsiedler auf dem Gipfel zwischen Monstern festsitzt, die durch Hagrimors Magie mächtiger geworden sind. Toki, Henrik und der Hohe Lama brechen gemeinsam auf, um die arme Seele zu retten. Aus Russland importierter Tee. Okay. Wir haben irgendwie viele Teetrinker hier, habe ich das Gefühl. Ja, Peng, ihr habt letztes Mal schon genug Witze drüber gemacht. Auf dem Gipfel finden sie den Einsiedler, einen verhutzelten, kurz vor dem Tod stehenden Schatten seiner selbst. An einem bestimmten Gegenstand erkennen sie, dass es sich hierbei um keinen geringeren als Bodo handelt. Der Hohe Lama nimmt an, dass sich der alte Knabe irgendwo im Reich zwischen Leben und Tod befindet und vielleicht noch gerettet werden könnte. Also begibt sich Toki in die Zwischenwelt, um seinen Großvater zurückzuholen. Einfach schreiben ist schon okay. Ja, jetzt gehen die Bodo-Witze wieder. Die Peng-Witze und die Bodo-Witze, bitte. Ach, Chris. Ja, meinen Tee habe ich auch vom Amazon. Vom Amazon vor allem. Bodo, komm zu mir. Ich muss dich ansprechen, oder? In die Zwischenwelt.
It is time to depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. It is time. Was war? Ich glaube, bei mir waren es 24 Euro mit 15 Geschmacksrichtungen. Sind es 15 oder waren es 16? Die, wo ich vorgelesen habe, auf jeden Fall. Eben auch diese, ihr habt ihr vielleicht gesehen, diese kleinen Probierpäckchen. Es ist Zeit, zu dem Ort aufzubrechen, an dem jede Seele reisen muss. Von dem jedoch nur wenige zurückkehren. Es ist Zeit für das Ritual. Was zur Hölle? Wo kommt er her? Was ist das für ein alberner Tanz? Was für ein Ritual ist das? Keine Ahnung, ob für die PlayStation 4 die Japaner-Synchro geplant ist. Aber wenn das so ist, sagt mir bitte Bescheid. Ich fände es auch schöner, wenn die japanische Synchro drin wäre und keine englische. Die Zwischenwelt. Sieht ein bisschen aus wie in der, Entschuldigung, in der Bilderwelt, wo wir drin waren. Ich meine, ich könnte die Synchro ja ausstellen, aber ich bin halt, es kommt halt immer noch doch, wenn man Stimmen hört, ein kleines bisschen Gefühl immer noch rüber. Und wieder verschlägt das eine wandernde Seele in mein Reich. Willkommen, Kind, am Ende deiner Reise. Das Schicksal ist wahrhaft grausam, einen so jungen Menschen zu mir zu schicken. Die Frage mag angesichts deines abwesenden Gesichtsausdrucks sinnlos sein, aber weißt du, welches Schicksal dich hier erwartet? Schwarzer Tee. Blue. Berry Blues, schwarze. Boah, die Tees klingen auch total lecker, Nele. Boah. Also, sehr, sehr lecker. Ich glaube, Moment, ich muss mal eine Textdatei machen und mir die rausspeichern. Sekunde, es geht gleich weiter. Nele könnte mich süchtig machen. Verdammt, auf der falschen Seite. So ging das? Nein, das war falsch. Ja, doch. Windows-Taste? Das da? Nicht alt, alt. Ich drücke allen anscheinend die Windows-Taste. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. So, und jetzt muss ich nur den Chat wiederfinden. Ich hoffe, ich habe euch nicht außersehentlich getötet. Ich habe euch außersehentlich getötet. Kommt wieder zu mir. Da. Oh, Judgment wird auch so toll, wenn es kommt. Ich freue mich so sehr drauf. Er schickt mir den Link am besten dann privat, dann geht er mir nicht verloren. Nein, ich weiß nicht, welches Schicksal mich erwartet. Ach, du armer, dummer Junge. Du hast ja keine Ahnung, welch Leid dich erwartet. Lass mich zumindest ansatzweise von deinem Unwissen befreien. Yakuza 6 haben wir tatsächlich die Limited, ne? Limited. Yakuza 6 hatten wir die Limited mit den Gläsern. Die Gläser sind so geil. Ich werde es dir mit einfachen Worten erklären. Und ich wünsche mir... Genau, auch als übersetzt. Ich werde es dir mit einfachen Worten erklären, die selbst ein Idiot verstünde. Wie du siehst, ist diese Welt ein unbeschriebenes Blatt. Ein Ort des Nichts. Vor Yggdrasils Fall kamen die Seelen der Verstorbenen hierher, ehe sie zum Weltenbaum zurückkehrten. Doch nun, da der Baum fort ist, hat dieser Ort einen Eingang.
aber keinen Ausgang mehr. Eine Sackgasse für die Toten, wo die Seelen auf Grund laufen. Ich will damit sagen, dass du diesen Ort niemals verlassen wirst. Schon bald wird deine Seele sich auflösen und in der Zwischenwelt verloren gehen. Danke, Chris. Solange der Zyklus der Seelen unterbrochen ist, werden alle, die sterben, dasselbe Schicksal erleiden, bis schließlich nur noch der Fürst der Schatten übrig bleibt. Dies ist dein Schicksal. Akzeptiere es, denn du kannst es nicht ändern. Oder klammerst du dich an die vergebliche Hoffnung, das Herz Yggdrasils könnte Hagrimos Fängen entrissen werden? Wenn ja, bist du ein Narr. Und doch wärst du mit deiner Torheit nicht allein. Es gibt noch andere, die es nicht hinnehmen wollen, dass alles verloren ist. Manche Leute wissen einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Danke, ich sehe schon die Nachricht dort in der Ecke bei mir. So, dann tun wir die Zwischenwelt mal ein bisschen aufmischen, oder? Wenn ein helles Zeichen einst das finstere Firmament durchbricht, zeigt die Sonne am dunklen Himmel droben strahlend ihr Gesicht und vertreibt alsbald die schwarze Nacht mit ihrem heiligen Licht. Oh, da sieht er wieder dick aus. Verzeihung. So wie wir ihn kennen. Hast du etwa gedacht, er hätte den Tod aus Verzweiflung gewählt? Dein Irrtum könnte nicht größer sein. Er ist mit hoffnungsvollem Herzen hergekommen. Er hofft eines Tages, den Fürsten der Schatten zu besiegen. Dein Großvater suchte mich hier auf, damit ich ihnen mein letztes großes Geheimnis einweihen konnte. Du weißt doch gewiss, wer ich bin, törichtes Kind. Ich bin Peng, die Großmeisterin von Klatschmandu. Oh, das ist Peng Peng. Und die Mentorin und Peinigerin deines Großvaters. Siehst du das magische Symbol, das ihn umgibt? Der präzise Bewegungsablauf zieht Energie aus dem Äther ab, kanalisiert sie und erschafft daraus das Yantra von Yggdrasil. Dies ist das letzte Geheimnis. Nee, die Handschrift lässt sich wirklich nicht übersehen. Aber ich finde, das macht das Ganze einfach aus. Er wirbelt schon seit seiner Ankunft hier so herum. In seinem Alter ist das gar nicht gut für ihn. Aber wenn das große Siegel vollendet ist, wird er eine Macht beherrschen, die die Welt seit dem Zeitalter der Legenden nicht gesehen hat. Ach, alter Mann. Entschuldigung, mich haben die Fluchzeichen gerade sehr amüsiert. Wage es jetzt nicht aufzugeben. Ich schlag dir dein Hinterteil windelweich. Das schwöre ich. Hübschig. Ja, bei Erik hat man doch so ein bisschen das Gefühl, an ihm ist ein Super Saiyajin verloren gegangen. Er müsste halt nur blond sein. Kamehameha! Entschuldigung. Nun sieh mal einer an. Vielleicht ist er doch nicht ganz unfähig. Und unser Held hat immer noch die typische Trunks-Figur. Auch wenn man die unter dem Helm gerade nicht sieht. Habt ihr das gesehen? Ich hab's endlich geschafft. Ach, war das schön. Yes. Very impressive.
Sie war schon immer so ziemlich angeblich. Ja, sehr beeindruckend. Ich dachte, das Alter hätte dich verweichlicht. Aber du hast anscheinend immer noch Mumm. Gut gemacht. Aber hallo, Großmeisterin Peng. War das ein Lob? Huhu, zum ersten Mal in meinem langen Leben hat sie mir tatsächlich ein Kompliment gemacht. Ach, das wärmt mein Herz mehr als 1000 Schluck vom stärksten Tropfen. Ha, wenn du einen Augenblick mit der Selbstbeweihräuchern aufhören und über einen Knollenlase schauen könntest, würdest du sehen, dass wir Besuch haben. Dieser langsame Blick. Liebes Lieschen, bist du das wirklich, Junge? Ach, nicht auch noch du. Dein armes, junges Leben würde dir entrissen. Das ist nicht fair. Ganz und gar nicht fair. Ach, hör auf mit dem Gejammer. Der Junge lebt. Was? Aber was macht er dann hier? Er und seine Freunde haben deinen Körper gefunden und seine Seele aus der oberen Welt hergeschickt, um dich zurückzuholen. Ach, wirklich? Aber ich bin doch nur hier, weil... Und du hast solche Mühen auf dich genommen. Wie du siehst, geht es mir bestens. Aber seinem Körper geht's nicht bestens. Besser denn je sogar. Nun, da ich das letzte Geheimnis kenne, sind wir zwei unaufhaltsam. Komm, wir kehren in unsere Körper zurück und wir zeigen dem Fürsten der Schatten, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Moment, was glaubst du wohl, wo du hingehst? Ich kann euch für eure Hilfe nicht genug danken, Großmeisterin, aber meine Ausbildung ist nun abgeschlossen. Ich muss gehen. Abgeschlossen? Ha. Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Werter Lichtbringer, wenn du mir bitte folgen würdest. Macht mir auch schon so ein bisschen Angst, ne? Nur ein bisschen. Dein Großvater hat das letzte Geheimnis von Klatschmandu gemeistert. Er hat nun die Macht, Feinde direkt ins Jenseits zu schicken. Gutes Essen ist immer gut. Essen ist Leben. Diese Technik wurde erstmals im Zeitalter der Legenden entwickelt. Von Hagen, dem Waffenbruder des legendären Lichtbringers. Für dich habe ich eine genauso beeindruckende Technik. Einen Angriff von solcher Macht, dass er alle vier Dimensionen durchschlagen kann. Ja, ich und mein Englisch jetzt, ne? Kann man jemandem im Chat antworten? Auf Englisch? Sonst blamiere ich mich nur. Edwin persönlich entwickelte die Technik während seiner Ausbildung unter Ao Wei, unserem ersten Großmeister. Sie wird dir unbegreifliche Kraft verleihen, Lichtbringer. Ja, das habe ich verstanden, ob das das Neueste ist. Jemand soll doch bitte antworten, weil ich kann Englisch verstehen, aber ich kann kein Englisch reden. Also es fällt mir schwer, Englisch zu reden. Danke, Ragnar. Nun, das wird bestimmt nicht schaden. Ich mit Hagens Zauber und du mit Edwins Angriff. Wir werden unaufhaltsam sein. Ja, ja, ist es. Also Ragnar hat ja auch schon beantwortet, ja, definitiv. Das Neueste der Dragon Quest-Reihe. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das die Frage ist. Sofern du die Technik meisterst, seit Edwin, ist das niemandem mehr gelungen. Die Ausbildung, die du absolvieren musst, um diese Kraft zu erlangen, wird intensiver, unbarmherziger und qualvoller sein als alles, was du bislang kennst. Nun, glaubst du, du hast das Zeug dazu, diese schwerste aller Prüfungen durchzustehen? Muss? Ich wusste, du würdest dich richtig entscheiden. Nun lass uns beginnen. Bündle als erstes einen Schritt
nun deine geistige Energie und erzeuge eine Klinge aus reinem Licht. Streck die Hand aus und versuche es. Für den ersten Versuch war das gar nicht so schlecht. Ein Kampf wird dich dazu motivieren, es schneller zu schaffen. Ein Kampf. Ihr wollt gegen ihn kämpfen, aber nicht doch. Der arme Junge ist noch nicht bereit. Ich? Warum sollte ich mein schönes, sauberes Gewand zerknittern, wenn du dir statt meiner die Hände schmutzig machen kannst? Aber was? Ihr wollt, dass ich gegen meinen Enkelsohn kämpfe? Nun, wer denn sonst, Fürst Bodo? Du hast nun all meine Geheimnisse gemeistert. Niemand wäre besser für diese Aufgabe geeignet. Außerdem wollte ich immer schon einmal zwei Prinzen von Eschenburg gegeneinander kämpfen sehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Hier ist ja eh nichts mehr sonst, ne? Boah. Muss wohl bereit sein. Ah! Verklickt. Bevor wir fortfahren, erlaube mir, deinem Großvater einen unfairen Vorteil zu geben. Natürlich nur, um deine Ausbildung zu beschleunigen. Ach, Bodo ist eigentlich auch total cool. Ich mag Bodo. Bodo und sein Pornoheftchen. Habe ich nicht laut gesagt, oder? Jade ist toll. Oga, Jade ist Liebe. Ich hoffe, wir lernen sie heute noch wieder kennen. Weil wir sind ja von unserer Gruppe leider getrennt worden. Oh ja, so lebendig habe ich mich seit Jahrzehnten nicht gefühlt. Dem Kleinen tu nicht gut, werde ich's zeigen. So gefällt mir das. Halte dich nicht zurück. Zeig ihm die wahre Macht unseres letzten und größten Geheimnisses. Genau. Bodo und sein Peng-Häftchen. Wow. Oder, uff. Du wirst das gleich erleben. Lichtbringer, mach dich bereit. Wehre den Angriff ab und setze die Technik ein, wenn du es schaffst. Je häufiger du sie nutzt, desto stärker wird sie. Du musst sie üben bis zur Perfektion. Hier komme ich, Junge. Jetzt zeige ich dir, was noch in meinen alten Knochen steckt. Ich hoffe, ich habe die Attacke als normale Attacke. Uff. Aua! Es tut doch weh! Quadra-Hieb ist das Neue, was ich habe. Eine ehedem von einem früheren Lichtbringer eingesetzte allmächtige Attacke auf einen einzelnen Gegner. Das überlebe ich nicht. Okay, so überlebe ich es, wenn er mit seinem Stab auf mich zukommt. Wow, 16 Schaden, ernsthaft. Jetzt muss ich eh wieder die zuerst kaputt machen. Okay. Ah, so meinen sie das mit umso mehr Schaden dann. Glaube ich. Für jedes Einsetzen mache ich mehr Schaden. Also das Doppelte, oder? Okay, das war mehr als das Doppelte. Aber es war auch ein Crit. Nein, 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 nein. Lebe, lebe, bitte lebe. Uff. Och, nicht schon wieder ein Doppelgänger.
Was wollt ihr noch alles von mir senken? Oh. Es wird schmerzhaft. Es wird sehr schmerzhaft. Und mein Mana wird ausgehen. Okay, jetzt bin ich auch gekräftigt. Zumindest etwas. Damit müsste ich den zweiten Doppelgänger eigentlich loswerden. Oh. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal Bodo selbst gleich angreifen. Ich habe irgendwie das Gefühl, er macht mir auch immer mehr Schaden. $300 war gut, glaube ich. Oh, nichts passiert, danke. Ich habe gerade so Angst zu sterben. Danke, 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 Spiel. Mal ein bisschen kurz Kandiszucker auffüllen. Oh yes, wonderful. I couldn't have beaten him more soundly myself. Oh ja, wunderbar. Ich hätte ihn selbst nicht deutlicher schlagen können. Ich muss gestehen, ich hatte meine Zweifel an dir, aber du hast mir gezeigt, dass ich mich geirrt habe. Und das ist ausnahmsweise gut so. Übrigens, ich habe einen ganz niedlichen Katzenlöffel. Die Macht dieser Technik entspringt deinem Herzen. Verfeinere diese größte aller Waffen, dann wird dir niemand gewachsen sein. Jetzt sollten wir diesen alten Lumpen aber von den Steinplatten kratzen. Meinst du nicht? Hat sie? Ich habe gar nicht so auf ihre Wimpern geachtet. Du hast mich geschlagen, obwohl ich das letzte Geheimnis von Klatsch Mandu gemeistert habe. Unglaublich, wie stark du geworden bist, Junge. Stimmt. Ja, du hast mir keine allzu große Schande gemacht. Vielleicht habe ich endlich einen Schüler, der diesen Titel auch verdient. Hilfe? Tentakel? Hier hast du dich also versteckt. Halt, ich kenne diese Stimme. Hagrimor. Erbärmliches Gewürm. Ihr dachtet, ihr könnt euch meinen Zugriff entziehen, indem ihr euch hier in dieser untergegangenen Welt verkriecht. Ihr habt nur das Unausweichliche hinausgezögert. Nein! Oh, hallo! Nicht gut. Sei verflucht. Dachte, deine Kräfte könnten uns hier nicht erreichen. Ich habe dich wohl unterschätzt. Pa, so etwas Ungebührliches. Es gibt noch eines, was ich dir beibringen wollte. Gut, dann eben auf die harte Tour. Ihr zwei werdet die ultimativen Fähigkeiten hier und jetzt erlernen müssen. Oder beim Versuch sterben. Was? Das letzte Geheimnis von Klatsch Mandu war gar nicht das letzte und der Quadra-Hieb auch nicht? Aber natürlich nicht, alter Dummkopf. Es gibt noch eine weitere, überlegene Fähigkeit, die Großmeister Auwei entwickelte. Edwin und Hagen führten sie zusammen aus.
Was ist? Steht nicht einfach herum. Kombiniert eure Kräfte. Lasst die Technik wieder aufleben, die vor so langer Zeit verloren ging. Damit ich glücklich sterben kann. Ihr wagt es, euch mir zu widersetzen. Der Tee schmeckt gut. Ihr müsst genau tun, was ich sage. Wenn ich es sage. Wir haben nur eine Chance. Bodo, denk nicht nach. Handle. Nutze die Technik, die ich dich gelehrt habe. Schnell. Jetzt ich wahrscheinlich? Jetzt Licht bringen wir. Entfessere den Quadrahieb. Sieht interessant aus. Ja, das letzte und größte Geheimnis von Klatschmandu. Die Technik aller Techniken. Sonneneruption. Also bei uns im Discord haben wir noch einen weiteren Teeliebhaber, Nele. Vielleicht sollten wir irgendwann einfach einen Teekanal aufmachen. Den nennen wir dann das Teekesselchen. Oh, Entschuldigung. Er ist wieder bei uns. Aber er ist sehr geschwächt. Wir müssen ihn sofort in den Tempel bringen. Also auch die... Nur noch mal Frage zu meinem Verständnis. Auch die Webversion ist gesperrt? Müde vom Abenteuer in der Zwischenwelt sinkt Toki in tiefen Schlaf. Gute Nacht. Entschuldigung. Im Traum sieht er das lächelnde Gesicht Großmeisterin Pengs im Schein der ultimativen Fähigkeit von Klatschmandu. Wow, das ist echt bitter. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Darf ich eine fragen, warum eigentlich nochmal genau? Blockiert an Traffic hinter einer siebenschichtigen Firewall mit White- und Blacklistings. Also, warum genau hockst du hinter dieser siebenschichtigen Firewall? Good. I feared you had suffered some lasting injury. Du bist endlich wach, gut. Ich fürchtete schon, du hättest bleibende Verletzungen erlitten. Das Bodo ist vor kurzem aufgewacht. Er spricht draußen mit dem Hohen Lama. Wir sollten zu ihm stoßen. Und du wohnst im selben Haus wie die Firma. Richtig verstanden? Oder du bist gerade in der Firma? Genau. Genau, Chris. Also hatte Chris recht. Hallo, Junge. Besser spät als gar nicht, was?
Was glotzt du mich denn so an? Habe ich irgendwas im Gesicht hängen? Ich hätte auch erwartet, dass er immer noch dünn ist. Es ist euer Körper, Festbode. Ihr wart kürzlich noch deutlich schlanker. Oh, ach das. Es gibt nichts, was ein gutes Frühstück nicht kurieren könnte. Und die Großmeisterin hat mir oft schlimmere Strapazen auferlegt. Ja, Spiel, erkläre das so. Festbode hat mir berichtet, was in der Zwischenwelt geschehen ist. Dass ihr Großmeisterin Peng begegnet seid und sie euch in die alten Künste gelehrt hat. Wie ich hörte, könntet ihr sogar die ultimativen Fähigkeiten eures Vorfahren Edwin meistern. Herzlichen Glückwunsch. Und wie ich höre, bin ich euch zu Dank verpflichtet, Ritter Henrik. Ihr habt auf meinem Jungen aufgepasst, während ich fort war. Bitte, das ist nicht der Rede wert, mein Fürst. Es ist das Mindeste, was ich tun konnte, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Tatsächlich möchte ich mich entschuldigen. Ach, quäl dich deswegen nicht, mein Sohn. Wir waren alle Schachfiguren in Hagrimors Spiel. Du hast dich für nichts zu entschuldigen. Danke, ihr habt recht. Aber was wollt ihr nun tun? Wir hatten gehofft, hier in Klatschmandu Orientierung zu finden. Aber nun stecken wir leider in einer Sackgasse. Nun, komischerweise ist mir gerade etwas eingefallen, wovon Großmeisterin Peng mir erzählt hat. Sie sagte, der alte Edwin hatte ein besonderes Transportmittel benutzt, als er den Finsteren jagte. Eine Art Flugapparat. Was könnte das wohl bedeuten? Ich konnte sie leider nicht mehr dazu befragen, aber es klingt, als wäre dies exakt, was wir brauchen, um dieser Burg zu gelangen und Hagrimor von seinem Thron zu stoßen. Und was unsere alten Freunde betrifft, die lassen sich nicht einfach so unterkriegen. Wenn ich noch springlebendig bin, sind sie sicher auch noch da draußen. Also, warum machen wir uns nicht auf den Weg nach Antiquia und halten unterwegs Ausschau nach unseren Freunden? Wenn dieses Flugdingens heilig ist, wissen die Leutchen dort bestimmt was darüber. Klingt interessant, Nele. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Je länger wir warten, desto stärker wird Hagrimor. Also los! Oh, neue Felder im Baukasten. Genau, Flugapparat. Wo hat sich Sid versteckt? Nee, ja, aber immerhin richtige Firma. Nee, Moment. Doch, Square. Nee, Bandai? Bandai oder Square? Moment. Doch, es ist Square, oder? Ja, schwer eh nix. Bin ich doch richtig. Ich war mir gerade nicht ganz so sicher. Tut mir leid. Perlentor. Werter Lichtbringer, wir Schüler Klatschmandus werden euch in Vorbereitung für den Kampf gegen den Fürsten der Schatten nach besten Kräften unterstützen. Wir haben sogar ein besonderes Übungsprogramm für euch erstellt. Besucht uns bald wieder. Wir helfen euch jederzeit gern, eure Kräfte zu perfektionieren. Urlaub klingt gut. Urlaub ist das Beste. Geh da weg. Charakterbaukasten? Gut. Nee, hab ich noch keine. Gut. Wo ist denn eigentlich der neue Krams dann jetzt? Egal, ich mache einfach meinen Zauberbaum weiter. Magische Macht plus 10.
MP ist auch nie verkehrt. Einen wunderschönen guten Abend, OGM. Ah, du bist Villa. Chris hat mich gerade erst aufgeklärt, tut mir leid. Ausrufezeichen sind immer schlimm. Rüstiger Rentner. Manchmal amüsiert das mich. Steigert die durch Kräftigung verliehenen Boni. Will ich das? Da will ich noch hier mehr. Ach komm, nehmen wir. Ist jetzt einfach mal gekauft. Jetzt müsste ich mich von da unten weiter dran arbeiten, ne? Ich will das nicht leveln. Glaube ich. Gut, jetzt haben wir eh erstmal keine Punkte mehr. Da hat Chris recht, ich wusste nie, dass du das bist. Also mögest du mir bitte verzeihen, ich kann nichts dafür. Sie hat doch ge... Moment. Bist du eigentlich eine Sie oder ein Er, Nele? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Okay, wenn Französin da stand, dann habe ich die ganze Zeit richtig gedacht mit Weibchen. Spiel, was willst du jetzt von mir eigentlich? Flugobjekt? Wo soll das Flugobjekt sein? Irgendwo ein rosa Punkt, der mir weiterhilft? Warte. Geh mal nach unten. Oder hat jemand zufällig mehr aufgepasst als ich? Nee, WLAN ist definitiv nicht das Beste. Antiquia, okay. Oh, ein Töchterchen. Ich will auch ein Töchterchen. Also wenn ich werfe. Ich weiß noch nicht, ob das so gut für den Stream ist. Weil ich glaube, ich wäre erstmal ziemlich unangenehm in der Zwischenzeit. Also wir... Wela, wir haben schon seit einem Jahr den Namen. Einem Jahr? Reise nach Antiquia. Nein, nicht Haruka. Tatsächlich nicht Haruka. Kann es sein, dass du der Mann bist und er die Frau auch? Also, ich bin auch der Mann und Chris die Frau. Haben wir irgendwann mal so beschlossen. Ja gut, dann gehen wir halt nach Antiquia. Oh, ich habe nicht mehr viele Sachen zum Reisen. Wo war Antiquia denn nochmal etwa? Was hat er mir gerade gesagt? Wo es in der Nähe ist? Bodo, ich brauche dich nochmal. Nicht da. Plaudern. Also alle drei geschlechtslos. Nein, auch nicht Goromi.
Ein Weg durch das Gebirge westlich der Costa Valor. Also muss ich nach Costa Valor. Nennen wir den ihn nicht schon. Wow. Tut mir leid, Chris hat mich gerade getötet. Costa Valor. Wie komme ich am besten nach Costa Valor? In welcher Nähe war Costa Valor nochmal? Hier irgendwo, oder? Nein, doch, vielleicht. Übers Meer auf jeden Fall. Costa Valor müsste da unten irgendwo auf der Karte sein, oder? Oder habe ich es gerade falsch im Kopf? Was war nochmal diese lustige Attacke, die Bodo jetzt kann? Keine davon. Uff. Reisen wir einfach erstmal zur letzten Bastion. Aber irgendwann mache ich ein Haruka-Cosplay. Goromi definitiv auch nicht. Der Name unseres Mädchens hat nichts mit Yakuza zu tun. Zumindest kenne ich keinen Charakter, der in Yakuza so heißt. Dann noch da. Lass mich in Frieden. Also nicht ihr, Chris. Wenn du Dinge hinterfragen willst, hinterfrage sie selber. Der Name hat mit unserer Leidenschaft zu tun, die noch größer ist als Yakuza. So, wie komme ich jetzt eigentlich raus? Am besten zur Smaragdküste, oder? Weil da kann ich dann aufs Schiff. Also nach da abbiegen. Lasst mich mal durch. Ich muss hier mal durch. Nix da. Jetzt bist du da, jetzt musst du bleiben. Jetzt kannst du dich nicht mehr wehren. Kann ich von hier reisen? Bin mir gerade unschlüssig. Habe ich mein Schiff überhaupt noch? Mache es größer. Unsere Asadora-Liebe. Nur blöd, dass keins mehr aktuell übersetzt wird. Wenn ich von hier nicht übers Wasser reisen kann, von wo konnte ich nochmal übers Wasser reisen? Also wo ich auch relativ fix hinkomme. Bin gerade verwirrt. Wow.
Zweifel ist gerade an, je weiter ich nach da laufe, dass ich auch wirklich da wegreisen kann. Huch! Ich versuche dem Chat zu folgen und rassel erstmal runter. Was hängt da am Himmel? Was ist das? Sieht nicht aus wie eine Sonne. Lasst mich mit dem Schiff reisen. Hier steht Anlegestelle, also warum kann ich nicht wegreisen? Lasst mich ablegen. Zweifle. Irgendjemand eine Idee? Was ist daran zu böse, die zwei Frauen und einen Mann zu hinterfragen? Mit dir kann ich auch nicht übers Schiff reisen, oder? Nee. Ich kann einkaufen bei ihm. Aber ich will nicht einkaufen. Ich will wissen, wie ich nach Costa Valor komme. Ich laufe einfach mal weiter quer durch die Gegend und hoffe, irgendwann passiert was. Gehen wir nochmal zum Umland von Heliodor? Oder teleportiere mich? Ich weiß zwar nicht wohin. Ich habe echt gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Und wo komme ich denn, kann ich dann am besten wegreisen? Nautica kann ich nicht hinreisen. Vielleicht doch irgendwo über Klatschmandu? Ja, ich glaube, das ist unser allgemeines Problem, dass wir gerade keine Ahnung haben. Dragon Quest, 200 Stunden später. Tunnel wollen wir nicht. Ich renne jetzt hier einfach mal wieder runter. Ich glaube, da unten war ja auch ein Örtchen, oder? Lass mich in Ruhe. Oh, ein rotes Trüchchen. It's a me. Oh, ein Anleitungsbuch. Nett. Weil ich sie die ganze Zeit nicht gefunden hatte. Also vorher, als ich hier hochgelaufen bin. Ja, Standard ist, wenn du alles mitnimmst. Hallo, ihr kleinen Viecher. Nee, hier ist falsche Richtung.
Schlimm ist halt, wenn man sich einfach verirrt. Oder keine Ahnung hat, was das Spiel von einem will. Nein! Ich wollte nicht kämpfen. Weil es wahrscheinlich immer noch gut tut, zu kämpfen. Aber ich habe bis jetzt noch nie mit Bodo gekämpft. Jetzt kämpfe ich mal mit Bodo. Ich mache auch Sidequests hier, aber für den Stream ist Story vorrangig. Heilende Hexerei. Keyspender Perlentor. Jetzt habe ich mich verschluckt. Tales of Berseria fand ich persönlich jetzt allerdings noch vom Fortlauf, wo es weitergeht, teilweise einfacher als aktuell Dragon Quest. Am Anfang war Dragon Quest echt easy peasy, wo du hin sollst. Und jetzt, je weiter das Spiel nach hinten geht, umso schwieriger ist es eigentlich rauszufinden, Spiel, was willst du eigentlich von mir? Machen wir mal blinde Kuh. Wo ich ziemlich pissed war, war Tales of Cestiria. Da wusste ich als nimmer, wo ich hin soll. Das hat mich so genervt irgendwann. Berseria ist auch ein richtig tolles Spiel. Oh, toll. Wozu kann... Oh, weil es die falsche Richtung ist. Ich wollte gerade sagen, wozu kann ich hier eigentlich mein Pferd rufen, wenn ich doch nicht reiten kann? Ich will nur ein Schiff. Heute Abend war niemand hinter mir, oder? Gut. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Porto Valor! Danke! Danke! Ich glaube, hier geht's nicht lang. Was hier passiert? Ja, hier geht's nicht weiter, das habe ich auch schon gesehen. Als Yggdras hier runtergekommen ist, da hat es hier in der Gegend einen mächtigen Erdrutsch gegeben. Und der Weg nach Puerto Valor ist blockiert worden. Und das ist noch nicht alles, was sich geändert hat. Ich habe gehört, man kann jetzt durch das Tal auf die Westseite der Champs of Watch.
Mir kommt das so vor, als wäre die Welt überhaupt nicht mehr so, wie ich sie in Erinnerung habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr nach Porto Valo wollt, müsst ihr in Richtung Osten latschen. Die Küste entlang. Und dann nach Westen über die Hügel. Rüber. Kapiert? Edna hat jeden gemobbt. Also zumindest von meinem Gefühl her. Ah, da an der Küste lang. Da lang. Ja, bin ich richtig? Oh, da sind jetzt so Ladies! Hilfe! Hier darf ich aber schon noch rein, oder? Ja. Ja, ich steige ja schon ab. Edna sieht schon niedlich aus, aber sie ist ein kleines Biest. Könnte man als egal betrachten, ja. Ich könnte zu Don Rodriguez, oder? Bin ich hier richtig? Hallo Don? Hilfst du mir? Naja, nee, scheint nicht zu. Nee, nee. Komm! Ich habe auch kein pinkes Böppelchen irgendwo. Ich muss mir nochmal anhören, was mein Lieblings-Opa mir sagt. Toll, von... Ach so, ich hab mir den falschen. Nee, wann haben sie doch noch was anderes gesagt? Ich fühl mich verarscht von dem Spiel. 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 Mach mich nicht fertig. Ich bin kleiner Nele. Ich bin ein 56. Vielleicht doch dieses komische Ding neben Porto Valo, wo es reingeht? Ich habe Schuhgröße 36. Das heißt, dass ich 16 bin, stimmt. Wenn man erst als 1,60 erwachsen ist. Es ist aber manchmal echt schwierig, Schuhe mit der Schuhgröße zu finden, finde ich. Zumindest niedrige Schuhe. Ne, hier bringt's mir nichts. Ach Mensch, Leute, ich will wissen, wo ich hin muss. Das Spiel macht mich gerade voll wahnsinnig.
Woher konnte ich an der Küste reisen? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich zu dem anderen hingekommen war. Zu einem anderen Ort. Oh, falsch abgebogen schon wieder. Da rein. Jo, da steht eben auch niemand mehr. So wie befürchtet. Aber wohin muss ich dann? Wohin, du verdammtes Spiel? Ich trage eigentlich auch fast nur Absatzschuhe. Aus den Gründen. Absatzschuhe sind definitiv toll. Was für Absätze hast du denn am liebsten? Ich mag ja am liebsten Keilabsätze. Noch mal kurz die Gegend. Ansonsten die schlimmste Sofa. Wäre sonst das Einzige, was Sinn machen würde. Ich habe am liebsten eigentlich so, oh. Ja, ich habe gerade unter meinen Tisch gegriffen. So die Art von Schuh. So. Sportlich aussehend, nicht wirklich nach Absatzschuh aussehend, aber Absatz haben. Aktuell habe ich mir ganz neu, wo habe ich die? Ich glaube, die habe ich ausnahmsweise mal nicht hier bei mir stehen. Oh doch, ich war faul genug. Ich habe sie hier. Moment. Hab's gleich. Die habe ich mir ganz neu gekauft. So, weiter im Spiel. Suchen wir weiter. Ich würde vielleicht, wenn bei Don Rodriguez niemand ist, ansonsten mal ins Casino gucken, ob da sich jemand versteckt. Oh, ich dachte gerade, ich krieg eine Sequenz. Warum bist du neidisch auf deinen Freund? Was hat er getan? Das wäre jetzt auch eine Sequenz gekommen, wenn hier jemand wäre, ne? Ach, Spiel! Oder? Okay. Ach, komm schon. Irgendwo muss doch jemand sein. Wenn ich halt zumindest einen rosa Pöppel hätte. Nun, das ist ein Problem, wenn die dir zu groß sind. Und dafür hat er seine Schuhe für sich. Nix, ich hab dich nur angeguckt. Kann mal jemand
Kann man hier in einer Komplettlösung gucken gehen, wo ich hin muss? Ich peil's mittlerweile nicht mehr. Stimmt, das war die Tänzerin, ne? Ich würde auch nicht behaupten, dass ich wirklich gut auf Absätzen laufen machen kann, aber ich laufe gern damit. Falls ich plötzlich losschrei, tut's mir leid. Weil dann verzweifle ich. Dann ist das wirklich absolute pure Verzweiflung. Ich versuche gerade dieses Schlüsselloch zu finden, ob ich da reinkomme. Nee, tue ich nicht. Weiß nicht wohin. Aber ich bin mir eigentlich definitiv sicher, dass sie mir gesagt haben, ich soll hier hin irgendwo. Okay, das würde ich nicht unbedingt mit 13 cm hinkriegen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das wäre dann doch noch für mich so ein bisschen Eierlaufen. Passiert hier jetzt was? Doch, Henrik, es ist schön. Es ist so schön, euch zu sehen, dass ihr gesund und munter seid. Auch dann Rodrigo wird sich bestimmt über euer Kommen freuen. Chiamente, ihr wollt euch bestimmt mit eurem alten Lehrer treffen, sieh? Leider wurde er schwer verwundet und ruht sich im Moment aus. Luciente, doch Henrik, es tut mir leid. Aber por favor, könntet ihr wiederkommen, wenn Don Rodrigo wach ist? Dann weck ihn auf, ich muss wissen, wie das Spiel weitergeht. Ich verzweifle. Wieso steht hier eigentlich nur ein Schrank und zwei Bücherregale in dem Zimmer? Sie verraten jetzt halt aber auch nicht mal, wo ich hin soll. Die Dödels. Hier gibt's nirgendwo einen Weg aus der Stadt raus, oder? Nee. Aber ich könnte mal zu einem Mini-Medaillen-Ding gehen. Vielleicht gibt's da wieder irgendwelche besonderen Sachen für mich. Doch, du warst Mini-Medaillen. Ah, okay, ich muss... Bin nicht richtig, sagen wir es so. Gut, dass ich nicht richtig bin, weiß ich schon, seit ich hier angekommen bin. Weil nichts passierte. Jetzt müsste ich aber auch Porto Valo wieder an der Teleportliste haben, oder? Genau. Oh, lass mich nicht bitte alles ablaufen jetzt. Spiel, ich hasse dich jetzt schon gerade dafür. Ist es nicht so, als hätte ich es mir so schön fein säuberlich erkämpft, dass ich überall hinlaufen kann? Teleportieren kann.
So, hier gibt's nur den Weg nach die Champs Sauvage. Oder Malmorwald. Also versuchen wir es mal mit den Champs. Wow, ich hätte nicht mal Platz für so viele Schuhe. Das habe ich befürchtet, dass das ein eigenes Zimmer ist. Irgendwo anders würde das nicht unterkommen. Ich muss mit einem kleinen Schrank im unteren Bereich des Schrankes zurechtkommen. Was vielleicht auch Gründe hat, warum meine Schuhe hier unten unter mir liegen. Ich hätte gerne einen begehbaren Kleiderschrank. Stimmt, fast so groß wie Momos Wohnung. Ich bin etwas neidisch. Ich habe keinen Tee mehr. Also ich habe schon noch Tee, aber ich muss ihn mir neu anmachen. Oh, Mann. So, ich möchte jetzt. Ja, wohin möchte ich denn jetzt? Geh mal gleich erstmal zur Akademie und guck mal, was ich für die aktuellen Mini-Medaillen kriege. Das Gunpowder wolltet ihr, dass ich noch probiere, ne? Die Zeit nehme ich mir jetzt, das neu zu machen. Kleinen Moment. Vielleicht findet jemand für mich raus, wo ich wirklich hin muss. Oh, das Zeug riecht so geil. Entschuldigung. Aber es riecht so geil. So. Statt Frauentausch, Schuhetausch. Ich müsste mal bei mir wahrscheinlich einfach sowieso mal wieder komplett ausmisten. Ziemlich viel rausschmeißen. Weil sie halt einfach schon ziemlich abgetragen sind. Und dann mal ein paar neue kaufen. Ach komm schon, das Schießpulver will nicht. So, jetzt aber. Also ein bisschen rummodeln macht auch manchmal ganz Spaß. Gehen, mein Fisch. Mein Schießpulver fliegt gerade daneben. Ich möchte aber gerne dezent geschminkt. Sekunde. Ich muss mein Schießpulver retten. Es hat sich gerade abgeschossen. Kann sie das gut? Schießpulver gerettet. Oh. In meinem Katzenohr hängt noch Schießpulver. Für mich gibt es ja eigentlich eh nur eine Version, eine Sorte Mensch. Bürger dieser Welt. Ich meine, klar, je nachdem, wo man herkommt, hat man so ein bisschen andere Verhaltensweisen.
oder Angewohnheiten. Aber trotzdem gibt's da für mich nicht groß. Also ich mache keine großen Unterschiede, wo jemand herkommt. Außer dass ich mich gerne über Franzosen in Spielen beschwere. Entschuldigung. Aber es gibt da so ein Quote mit Franzosen, der von mir stammt. Es tut mir auch sehr leid. Moment. Oh. Das hier? Naja, okay. Ah, doch. Es tut mir sehr leid. Aber wenn ich Final Fantasy spiele, trifft dieser Franzosenhass leider doch zu. Auch wenn ich sonst nichts gegen Franzosen habe. Aber wohin wollte ich? Zur Akademie erstmal. Das Vieh sieht interessant aus, was da reitet. Hat sich wirklich viel verändert. Vielleicht ist ja sogar jemand bei der Akademie. Ich hätte mir einen einfachen Weg machen können, oder? Wenn ich gerade so auf die Karte gucke. Jetzt muss ich da hoch. Ich weiß vor allem nicht mehr, wie ich nach Antiquia das letzte Mal gekommen bin. Ich weiß, dass ich versucht habe, mir auch irgendwie auszuhelfen. Ich glaube, über die Schneegegend, oder? Sagen wir so, ich schiebe nur gegen Franzosen einen Hass. Also, ich habe zwar hier gerade auf dem Stream nicht Englisch gesprochen, weil es mir wirklich schwer fällt, Englisch zu sprechen. Aber wenn ich Final Fantasy spiele und ich habe eine ausländische Gruppe, dann bemühe ich mich, Englisch zu schreiben. In der Hoffnung, dass man mich am Ende versteht. Gut, ich habe auch schon Englisch gesprochen. So ist das nicht. Aber mein Kopf hat da so ein SOS-Signal erstmal, was es aussendet. Ich finde es halt furchtbar, wenn sich Leute dann, wenn man schon weiß, man kann eben in dem Spiel Ausländern begegnen und muss versuchen, irgendwie zu kommunizieren. Wenn man sich partout weigert, dann Englisch zu sprechen. Versteht man irgendwo, was ich meine? Boah, 4 Sprachen. Gut, wenn man es von klein auf lernt, ist es vielleicht okay. Ich habe mir allerdings schon mit Französisch schwer getan. Also wir hatten ja als Wahlfach Französisch bei uns. Ich hatte Deutschnachhilfe in dieser Zeit, obwohl ich aus einer deutschen Familie komme. Du bist neu. Jetzt müsste ich wieder was kriegen, oder? Oh, ein Ding ins Buch sogar. Krone von Eschenburg. Eschenburger Livre. Ich habe das Bedürfnis, jetzt wieder was zu basteln. Ich weiß aber immer noch nie, wo ich im Spiel hin soll. Wurzel der Rückschau? Ich glaube nicht, dass mir helfen wird, oder? Ach, da, oder? Komme ich da rein? Ich komme da rein? Aber da war nicht die Wurzel der Rückschau, oder? Ich glaube, ich bin in der Besenkammer. Und noch eine. Jetzt habe ich 3 Akademie-Uniformen, oder?
Ach, die war direkt neben dem Schulleiter. Also neben dem Büro. Kann ich irgendwas damit anfangen? Was soll ich mit deinem Freund haben, wenn ich ihn 1-2 Tage habe? Achso, du meinst, nee, hä? Bin verwirrt. Okay, nee, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht, habe ich gesagt. Achso. Klingt jetzt nicht schlecht. Allerdings glaube ich, danach wäre er verzweifelt. Mein Shopping besteht ja meistens eigentlich aus Internet, weil irgendwie haben sie in den Läden die Kleidung, die mir gefällt. Und lernt die auf neuen Schuhen zu laufen. Ich bin überzeugt, er wäre verzweifelt, Nele. Es tut mir leid, ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie es nach Antiquia geht. Weil ich bin echt am Verzweifeln. Antiquia. Hab's, glaube ich, falsch geschrieben, oder? Dragon Quest 11. Wie komme ich nach Antiquia? Ja, möchte ich auch wissen. Ha, ha, da hat genau einer dasselbe Problem wie ich. Wow, die erste Antwort fängt an mit, wenn du Yada hast. Ich habe Yada aber nicht. Uff. Uff. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerade verzweifelt bin? Ich weiß auch nicht, welche Voraussetzungen ich triggern muss, um irgendjemanden zu finden. Wie genau muss ich irgendwo rein und. Jetzt kann ich mich aber wahrscheinlich auch wieder hierhin teleportieren, ne? Dann habe ich schon mal mir eine Menge Weg gespart, nämlich. Magie. Teleportation. Okay, ja. Dann gucke ich mal, ob ich Erik. Also, wenn wir Leute finden müssen, dann gucke ich mal, ob ich Erik irgendwo im Schloss finde. Ja gut, man spricht auch nicht über alles unbedingt, ne? Ne, im Schloss war ich ja die ganze Zeit, das habe ich ja schon durchforstet.
Wie komme ich aus dem Schloss nochmal raus? Nach da? Dann nach da? Ne, Moment, das geht hier in die Küche. Das heißt, da würde ich eher tiefer rein, ne? Hier, oder gehe ich? Ja, genau, ich müsste jetzt erstmal wieder in die Verliese zurück. Nee, man spricht nicht immer unbedingt über alles. Ist Erik vielleicht wieder im Gefängnis? Nee, dann hätten wir ihn doch auch getroffen schon. Wenn das Spiel jetzt von mir will, dass ich Leute suche, dann suche ich sie da, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Ja gut, nee, dann müsste ich auf den Baum, wenn ich dahin gehe, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Quasi da, wo ich sie zuerst so mehr oder minder kennengelernt habe. Falscher Weg. Wir sind jetzt aber auch keine Monster mehr, richtig? Richtig. Bin ich noch richtig? Ja. Es tut mir so leid, dass ich gerade so im Rumirren bin. Ich dachte gerade, ich wäre falsch. Ich will in die Stadt. Vorausgesetzt, die Stadt steht noch. Die Klippe hinunterklettern. Wo bin ich denn? Ja, im Endeffekt kann ich jetzt wieder nur in den Malmorwald, ne? Also hätte ich doch am Anfang in den Wald sollen einfach. Wobei da hinten geht's auch irgendwo rum. Oder ist das auch zugeschüttet? Wow! Das hatte ich nicht erwartet, dass ich runterstürze. Geht das runter? Muss hier irgendwo. Ja. Jetzt will ich erstmal wissen, wo es da lang geht. Oder will ich das? Ja, doch, will ich. Ja, die Kapelle schließe ich auch aus, jemanden zu finden. Wette, ich bin wahrscheinlich sowieso schon an irgendjemandem durchgelaufen, den ich haben sollte. Oh, Gitarre spielen klingt auch gut. Ach nee, ist zugeschüttet worden hier. Blöd. Dann doch in den Wald. Ja, doch Wald. Da vorne ist auch noch abgefackelt. Deshalb brauche ich es auch gar nicht versuchen. Macht er nur zweimal im Jahr. Was sind das da für Events, wo er dann Gitarre spielt? Also wenn er es nur zweimal im Jahr macht. Bestimmt irgendein Geburtstag von irgendjemandem?
und irgendwas anderes. Oder zu beiden Geburtstagen von euch. Mutter des Holzhackers, Siledera Schüler, Costa Vala. Da ist jetzt wieder Costa Vala natürlich, ne? Umland von Heliodor. Probieren wir es mal einfach. Wir könnten nochmal zum Holzfäller gehen, wenn ich es hinkriege. Also ich habe keine andere Idee, als jetzt einfach abzusuchen gerade. Wäre es wirklich nicht mehr weiter? Ich mag das voll nicht, wenn das... hallo? Spiel? Achso, hüpfen. Jetzt bin ich schon so verwirrt. Todestag seiner damaligen Frau und Todestag seiner Kameraden. Okay. Dann wohl doch keine Geburtstage. Tut mir leid. Holzfäller geht's da lang. Der Holzfäller noch hier ist die andere Frage. Nee, scheinbar nicht. Sondern er ist draußen irgendwo. Vielleicht beim Pflänzchen da hinten? Auch nicht. Kann ich... Nee, kann ich auch nichts mitmachen. Ach, das Vieh ist aber noch da. Da komme ich nicht rüber. Okay, zeigt mir die Karte ja eigentlich auch schon an. Gut, ich wäre wahrscheinlich auch von hier weg, wenn ich der Alte gewesen wäre, also der Holzfäller. Umland von Heliodor versuche ich gerade. Dann habe ich aber auch da schon mal wieder einen Punkt, wo ich mich hinporten kann zumindest. Regen da hochklettern. Weh. Nicht Schnecki. Bin ich richtig? Ja. Ach ja, das waren die Schweinchen, ne? Das, die Schweinchen mit dem Hut. Ja, das dachte ich mir dann schon. Dass es dann eher in eine bedrückende Richtung geht. Oh toll, jetzt bin ich wieder bei der letzten Bastion, ne? Ich würde jetzt mal versuchen, nach Heliodor zu gehen. Vielleicht bringt das ja was. Weiß es zwar nicht, aber vielleicht. Mir fällt nichts anderes ein, als aktuell wirklich alles abzusuchen. Das hier sieht komisch aus. Bodo kann Heilung gebrauchen. Oh, ich wollte eigentlich nicht mit Bodo angreifen. Na komm. Man muss mal angucken, wie das aussieht. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst, aber ich bin halt gerade wirklich am Verzweifeln. Werd wahrscheinlich... ganz dreist, bis zum nächsten Mal mir einfach ein kleines
kleine To-Do-List machen, die ich für das Spiel erledigen sollte. Also, wo ich lang muss und so dann. Ach, bin ich nochmal mit ihm dran? Yes. Und weiter geht's. Drückt mir die Daumen, dass in der Stadt wirklich jemand auf uns wartet. Oder irgendwo auf dem Weg dahin. Oder sowas in der Art. Ich würde gerne einen heute finden. Danke fürs Beten. Kann ich, glaube ich, sehr gut gebrauchen gerade. So, ich gehe jetzt auch rigoros in das Haus rein und gucke, ob da jemand oben ist von unseren Leuten. Also, wenn ich das Spiel wäre, würde ich die Leute an einem einfachen Ort verstecken, oder? Also nicht zu schwierig, weil es ja zur Story gehört irgendwie. Ich habe gerade mit Kondenswasser meinen Tisch überschwemmt. Also irgendwo könnte ich doch Pferdchen da. Nicht Maggie in dem Fall. Sekündchen, ich zuckere mich noch. Butterzucker für meine Nerven. Und los geht's. Falsche Richtung. Ja gut, die Richtung könnte ich auch nehmen, aber sieht länger für mich jetzt aus. Wo lang? Da, okay. Bitte, bitte sei in der Stadt, Erik. Sei einfach in der Stadt. Ich habe mich gerade ein bisschen vor den Fledermäusen erschreckt, aber nur ein bisschen. Doch. Doch. Oh nee. Nein, ich würde mich niemals ärgern. Der Weg kann zu lang sein. Ja, du mich auch, Tamara. Was genau meinst du nochmal, Ragnar? Weil ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht, ich würde einer Katze sowieso keinen gezuckerten Tee geben. Klingt zwar jetzt gemein. Ach so, egal ob da oder da, wäre eine schlechte Idee gewesen. Uff. Strand im Osten, die Schmaragdküste?
Mann, der war ich doch, glaube ich, schon. Also ich glaube es zumindest. Von welchem Ort und wie sind wir denn zu dem Ort gekommen, wo wir erst mal mit dem Schiff gereist sind? Ob ich mal in den Königstempel reinschauen soll, aber das war ein Dungeon, oder? Was war denn die Pforte des Fortgangs? Da sind wir doch damals überhaupt so mitten rein irgendwo gekommen, oder? Zusammen mit Erik. Nee, nicht Königstempel. Pforte des Fortgangs wollte ich. Hoffentlich ist es nicht auch zugeschüttet. Wenn ich gleich nicht der Pforte des Fortgangs weiterkomme, dann gucke ich auf jeden Fall mal in den Tempel rein. Hier sieht es so liebevoll irgendwie fast aus. Oh, nur fast. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Verdammt. Das war eine blöde Idee. Ich finde es gerade sehr schade, dass ich meinen Charakter nicht von alleine laufen lassen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im Tempel jemanden finde. Ich denke halt mal wirklich, dass ich eher in der Stadt oder sowas wiederfinde. Na, danke, Nele. Woher hast du eigentlich die Katzen her? Die sind so... Ja. Ich bin ja selbst gefühlt ein Kätzchen. Also behaupte ich zumindest immer. Wobei, nee, das war... War das ein Dungeon? Nee, oder? So, erstmal, was ist hier drin? Nichts. Oh mein Gott! Katzen! Ganz viele Katzen! Das eine ist ein Mew und keine Katze, oder? Von wem 5 Euro? Ist die andere Frage. Von dir selbst? Bist du Partner? Nee, Partner hätten Zeichen vorne dran.
ist schon niedlich. Es ist unglaublich niedlich. Ich will auch. Es ist gefährlich für mich. Macht der genauso coole Streams, wie er Katzen hat? Nee, schade. Aber Katschis. Ja, hier fängen jetzt wieder die Gegner an. Ich glaube auch nicht, dass ich richtig bin hier. Nee, nee, es... Ich glaube nicht, dass hier jemand ist. Aber wohin? Warum habe ich genau ausgerechnet? Er war mal ein großer Streamer. Und jetzt? Ich weiß, ich stelle blöde Fragen, aber ich bin es berechtigt. Ich würde es nochmal bei Portovalo vielleicht nochmal probieren. Oder? Ja, da habe ich eigentlich auch schon alles abgesucht. Zur Akademie vielleicht nochmal, oder? Sind denn seine Inhalte abgesagt? Streamt er nicht mehr oder was ist los? Akademie ist da hinten. Ich gehe nochmal zur Akademie und versuche von dort. Warum? Keine Ahnung. Okay. So, jetzt drehen wir uns aber wieder um, weil in die Akademie selbst will ich gar nicht. Ich brauche dringend ein Schiff. Und ich denke mal, das Schiff kriege ich wieder, wenn ich Rionaldo habe. Aber wie komme ich an Rionaldo? Soll ich erstmal nach Mandala gehen? Oder in den Horrorhorst? Ich tu Mandala jetzt mal größere Chancen abbringen. Klepperst alles ab. Oh, oh Gott, es passiert was. Leute, es passiert was. That man is in danger. Dieser Mann ist in Gefahr. Wir müssen ihm zur Hilfe eilen. Rionaldo, oder? Die Musik klingt absolut nach Rionaldo. Oh, danke schön, Spiel. Danke schön. Und da steh dich, Herzchen. Oder willst du, dass ich dir die Krallen ziehe? Sag jetzt nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, Rinaldo und seine Auftritte. Yeah! Ach,
Leonardo, du warst fabelhaft, so stürmisch. Stürmisch wäre noch untertrieben. Du warst richtig wild. Grrr. Die Blicke. Ist das möglich? Ist das wirklich, wirklich möglich? Nee, der will nicht mehr zugucken. Wirklich, wirklich, wirklich? Ja, ich glaube es. Es ist wirklich wahr. Mein Lieber, es ist einfach wunderbar, dich zu sehen. Ach, ich dachte schon, ich hätte dich für immer verloren. Ihr beiden kennt euch? Und was genau machst du? Ach komm schon, ist das nicht offensichtlich? Wir kämpfen eine Schlacht epischen Ausmaßes, um der Welt etwas zu schenken, das sie verloren hat. Ihr Lächeln! So ist es, meine Lieben. Wir sind auf einer Mission, Sonnenschein und Frohsinn in jeden Winkel dieser tristen, tristen Welt zu tragen. Meine kleine Parade hat eine ganze Schar an Kriegern des Kuriosen aufgenommen. Sind sie nicht reizend? Doch genug davon. Es ist unglaublich, dass du überlebt hast. Ein wahres Wunder. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Ach, Killian. Killian meinte, ich habe auch eben was verloren. Sehr viele Gehirnzellen, als ich das gesehen habe. Entschuldigung. Ach, mein Teuerster, verzeih mir. Ich hätte euch ganz vergessen. Geht es euch gut? Seid ihr nicht verletzt, oder? Nein, nein, mir geht's gut. Dank euch, ihr seid stärker, als ihr ausseht. Ich bin Pa. Ich komme aus Mandala im Süden. Ohne eure Hilfe würde ich nicht dorthin zurückkehren. Vielen Dank. Ach, ihr seid auf dem Heimweg. Dann begleiten wir euch besser. Wir wollen doch nicht, dass ihr nochmal angegriffen werdet, oder? Hör zu, mein Lieber. Du und ich, wir haben viel zu besprechen. Warum schließt du dich nicht ein Weilchen der Parade an? Hm? Komm schon, du weißt, dass du es willst. Juhu, ich bin so aufgeregt. So, bald machst du deine ersten Schritte als Soldat der Spezialeinheit der Heiterkeit. Hier, zieh das an. Oh, oh. 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 Ach, du siehst noch hinreißender aus als erwartet. Ich bin ja so stolz. Ach, also Jungs, dann heißen wir unseren neuesten Rekruten herzlich willkommen. Er ist schließlich mein guter alter Freund. Lead on, darling! And don't let me cut you frowning. You're at the head of the world's premier girl. Geh voran, mein Lieber, und schau bloß nicht finster drein. Du führst schließlich die weltbeste Parade der Fröhlichkeit an. Dann mal los, ziehen wir der Welt die Mundwinkel hoch und Abmarsch! Stimmt, fehlen die Absätze. Minus 1000 Punkte. Oh, der Arme. Also dann, Bewegung, Leute. Mandala, wir kommen. Oh, und sollten wir hier aus irgendeinem Grund getrennt werden, dann treffen wir uns hier. In Ordnung, Schätzchen. Ich habe eine schlimme Vorahnung. Was tue ich? Was tue ich hier? Spiel, ernsthaft? Ich hätte die gerne auch so im Rücken, dass ich zumindest weiß, wo sie sind. Oder stehen die jetzt auch hinter mir? Oh, stehen jetzt auch hinter mir.
Leute, ihr bewegt euch zu langsam. Nein, Ragnar. Nein. Stimmt, mit ein bisschen Fantasie ist das wohl Nona. Uff. Wie lange ist es denn noch bis Mandala? Okay, wir haben es bald geschafft. Aber ja, und die Plattenrüstung, die ist eigentlich nicht das richtige Outfit. Das ist nur eine sehr gute Rüstung, die gleichzeitig eine Schmuckrüstung ist. Ich habe Angst, wenn ich sie verliere, muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Vulnona ist wirklich schön, ja. Aber Ragnar meinte ja, das ist Vulnona ein extrem hässlich. Ach Leute, macht ein bisschen schneller. Ich will es ja enden lassen, Nele. Ich will. Ja, das Game entschleunigt gerade extremst. Aber wir sind gleich da, hoffe ich. Also eigentlich jetzt nur noch über die Brücke drüber. Leute, kommt ihr mit? Hier geht's lang. Was ist los? Sag bloß, ich hätte ohne die Flachpfeifen rennen können. Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts, was ich nicht will. Drückt mir die Daumen, dass ich gleich nicht nochmal da lang rennen muss. Das wäre sehr bitter. Ich würde das Spiel dafür hassen. Uff. Und schon sind wir am Ziel, in der wunderschönen, lebhaften Touristenstadt Mandala. Der Tee schmeckt gut. Was war zur Abwechslung? Nicht mein Rumgeirre, ne? Ach, nicht auch noch hier. Die ganze Welt ist dieser Tage so trostlos. Danke, dass ihr mich gerettet habt, ich. Ich muss jetzt gehen. Ich frage mich, warum er überhaupt so weit von zu Hause entfernt hat. Ob es wohl mit dem Grund für die Stille der Stadt zusammenhängt? Hier ist Rio aus Detektivbüro gefragt. Überlass das nur mir. Agenten... Die hatten gerade noch eine andere Farbe an, oder? Agenten des Glücks, Legionäre des Lächelns. Zieht los, um Feierlaune zu verbreiten und findet heraus, was hier vor sich geht. An die Arbeit. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Rionaldo und ich uns von irgendwoher kennen? Ja, er war bei den Leuten, die du mit uns mitverfolgt hast. Och Gott, ich bin immer noch in dem Scheißauto. Entschuldigung, ich habe das nicht laut gesagt. Habe ich schon meinen Kopf geschüttelt? Der erklärt mir, was ich machen soll.
Die Bewohner dieses Dorfes sind sehr verängstigt. Mui, 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 Austados, sieh, hier hat sich etwas Dunkles und Problematisches zugetragen. Hm, Rio, ich glaube, der hat Pa zu seinem Haus zurückgebracht. Irgendwo im Dorf. Die in der Gaststätte kannten wir ja. Die waren mal Hauptquest. Ich glaube, das ist jetzt eine Sekte. Eine Sekte der Heiterkeit. Warum muss ich so durch die Gegend laufen? Kann ich meine Ausrüstung ändern? Ich habe tatsächlich das Karnevalskostüm als Dingens an. Uff. Nun. Dann laufen wir halt mal so weiter. Wumdi-dum-di-dum. Ja, wir finden das raus bald. Ah, da unten, oder? Nee. Nimm die einfach nur mal an, damit ich sie hab. Mal sowas wie Salz zu organisieren oder sowas hatten wir schon öfters. Ach. Jetzt aber. Was sagst du mir? Ja, das ist dasselbe. Eins, zwei, drei, vier. Aber hier oben sind keine Häuser mehr, oder? Ich laufe jetzt trotzdem mal da lang. Ich glaube zwar nicht, dass der Alte da unten wohnt, aber ich will trotzdem mal kurz zu den Ruinen. Gut, eigentlich will ich das Outfit loswerden. Erinnert ihr euch noch mit dem Bild hier? Das Bild ist nicht mehr da. Was nu? Aber anscheinend könnte ich in das... Nee, wir wollen nicht auf die andere Seite. Oh, das Ätzende ist, dass ich in dem Outfit noch nicht mal rennen kann. Das ist gerade so anstrengend. Adgor würde mich jetzt schon wieder auslachen, glaube ich. Aber der hätte mir zumindest sagen können, wo ich hin muss. Überlege gerade, wen müssen wir eigentlich alles einsammeln? Die zwei Schwestern, Jade noch? Rio, haben wir jetzt? Was war's, oder? Da habe ich irgendjemand vergessen? Irgendjemand verdrängt? Erik. Erik habe ich verdrängt. Hier ist niemand.
Hier wird der Alte auch nicht wohnen, oder? Nee? Da ist ein Haus. Das Haus geht es auch drumrum, also geht es auch hoch. Ah, bin im richtigen Haus. Ha, geht es dir gut? Bist du nicht verletzt? Ach, was für eine Erleichterung. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Vor allem, nachdem der kleine Son verschwunden ist. Euer Junge ist verschwunden? Ach, ihr Ärmster. Wo dieses selbstsüchtige Kind hingeht, interessiert mich nicht. Bitte entschuldigt ihn. Seine Frau ist kürzlich gestorben, wisst ihr? Und jetzt ist auch noch sein Sohn verschwunden. Das ist sehr schwer für ihn. Habt ihr von dem Monster namens Avaritia gehört? Kurz nachdem Yggdrasil gefallen war und die Finsternis hereinbrach, erschien sie mit ihren teuflischen Freunden im Dorf. Wir waren vor Furcht wie gelähmt und konnten nicht fliehen. Dann versammelte sie uns alle auf dem Platz. Gebt mir eure Wertsachen, sagte sie. Sagt mir, was euch am wichtigsten ist, und ich werde es beschützen. Die Leute hatten solche Angst, dass sie gehorchten, ohne nachzudenken. Sie gaben ihr Geld, Ehemänner und Frauen, sogar ihre Kinder. Doch dieses Scheusal hat uns belogen. Es beschützte die Dinge nicht, die wir ihm gaben. Nein, es nahm sie uns und verschwand. Nein, wie furchtbar. Wenn ich eines hasse, dann sind es dreckige, verkommene Lügner. Keine Sorge, mein Teuerster. Wir holen eure Sachen zurück. Und zwar alle. Wirklich? Aber Rithia ist sehr stark, sehr mächtig. Ha, es braucht mehr als eine gemeine Diebin, um mich zu aufzuhalten. Ich lasse euch nicht im Stich. Ihr wisst doch, wie es heißt. Ein Ritter steht zu seinem Wort. Ein Ritter? Avaritia zog mit ihrer ganzen Beute nach Süden. Sie hat dort ein Versteck, glaube ich. Dann nicht sie hinterher. Wir haben einen Bösewicht zu bestrafen. Das machen wir, würde ich noch sagen, vorausgesetzt wir finden sie. Oh, hör auf mit dem Gewackel! Süden, hat er gesagt, ne? Süden. Speichern. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Gewackel geht, aber Gewackel! Von dem Knackpo sieht man nicht viel. Kann ich die so vielleicht? Wow. Wow. Das ist bitter, ne? Aber ich kann nicht damit rennen, scheinbar. Ich muss mal gucken, wie es draußen ist, ob ich damit rennen kann. Hör auf damit, bitte hör auf damit. Die habe ich angenommen, ja. Wenn das lange so weitergeht. Moment, bin ich eigentlich in die richtige Richtung? Doch, ich denke mal, dass ich raus muss und dann nach Süden. Uff. Ich denke mal nicht, dass ich schon wieder noch in die andere Richtung zu dem Dingens muss, wo ich gerade war. Karte. Süden. Norden ist noch da. Süle ist Höhle am Kap, ne? Jo.
Wisst ihr was, Leute? Ich kann nicht rennen in dieser Scheißrüstung. Gib mir meine Ritterrüstung. Sonst sterbe ich. Also entweder kommen mir die jetzt nach oder sie kommen mir nicht nach. Das ist mir jetzt gerade egal. Okay, sie kommen mir nach. Oh, da ist der Junge, oder? Boah, eure Parade sieht lustig aus. Wo geht ihr denn hin? Hallo Kleiner, wir sind bloß auf der Jagd nach dem schrecklichen, fiesen Monster, das die Menschen aus dem Dorf entführt hat. Dein Vater heißt nicht zufällig Pa. Du bist also nicht entführt worden? Und was machst du dann in so einem gefährlichen Ort? Dein Vater sorgt sich um dich. Ich bin meinem Vater egal. Die Halskette meiner Mama ist für ihn das Wichtigste auf der Welt. Das hat er den Monstern gesagt. Ich dachte, er würde sagen, ich wäre ihm das Wichtigste. Das hat mich sehr traurig gemacht. Also wollte ich dem Monster folgen und Papa die Halskette zurückholen, damit er sieht, dass ich auch etwas wert bin. Aber dann habe ich mich zu weit aus dem Dorf entfernt und bekam Angst. Also wollte ich mich hier verstecken. Die Worte deines Vaters haben dich sicher verletzt. Aber dies ist kein Ort für ein Kind. Komm, wir bringen dich zurück ins Dorf. Nein, wenn ihr das Monster jagt, komme ich mit. Ich muss die Halskette meiner Mama zurückholen. Kinder. Ach, jetzt ist er doch kein Spielverderber, Henrik. Wir passen schon auf den Kleinen auf. Außerdem ist er bei uns sicherer als ganz allein hier draußen. Na gut, aber du bist für den Jungen verantwortlich. Danke, vielen Dank. Mache mich auch nützlich, versprochen. Das Monster ist da lang. Auf dem Kap gibt es eine Höhle. Da versteckt es sich. Habt ihr es gehört, Leute? Erteilen wir dieser dreckigen Banditin eine Lektion. Am besten kommt der Kleine mit auf die Paradebox da oben. Nein, er ist nicht auf der Paradebox. Er ist auch nicht bei den anderen dabei. Das finde ich jetzt schade. Auf zum Kap. Ach, da ist er neben mir. Du kannst dir vorstellen, wo das Ganze endet. Sprich weiter. Oh, oh, oh. Ah, da sind alle Gefangenen und so weiter. Ich glaube, sie ist ein Drache. Ah, vor eine Überraffung. Felten darf Menschen unaufgefordert hier vorbeifahren. Avaritia, du Bestie, du wirst alles zurückgeben, was du gestohlen hast, und sämtliche Dorfbewohner freilassen, und zwar auf der Stelle. Deswegen seid ihr alle also hier, ihr Menschen und eure Helden, Mumpif. Wobei, ihr seid ziemlich mutig, hierher zu kommen. Alfo, mal angenommen, ich gebe die Fachen zurück. Dann würde es befind nicht um Fünf tun. Ihr müsstet mir die Fache von verfüften. Was? Ihr müsstet mir die Sache schon versüßen. Wie werf? Mit eurem werfvollen Bewiff. Das wäre doch angemeffen, meint ihr nicht? Nein. Halt! Wenn du ein Geschäft machen willst, Unhold, dann mach es mit mir. Ich habe etwas für dich. Etwas Weiches, Warmes und Duftendes. Etwas, das du garantiert lieben wirst. Oh, was ist es?
klingt ja erstaunlich. Ich muss es sofort sehen. Gib her, gib her. Mit Vergnügen. Ich hoffe, es bringt dir Freude. Lass mich sehen. Ah, was ist da für ein furchtbarer Gefang? Ein Misthaufen? Du findest, du darfst etwa wiffig. Ach, gefällt es dir nicht, Süße? Ich habe es nur für dich ausgesucht. Ein bisschen amüsiert mich das Gewackel ja schon. Das wirfst du büfen, Avaripfifia. Löffen dich nicht von einem dummen, menschlichen Tapfer veralbern. Vielleicht wird dir das ja eine Lehre fallen. Ich hoffe, es war nicht ein Fehler, die Rüstung auszuziehen. Ihr braucht gar nicht erst um Gnade zu winden. Eure Leben gehören jetzt mir und ich gebe sie nicht zurück. Na, dann mobben wir sie mal. Stumm natürlich, ne? Brutzel. Fähigkeiten gehen, aber oh. Aber Zauber auch? Wupp, wupp. Boing, was macht Boing? Ich weiß gerade nicht, was ich einsetzen soll. Ich guck mir mal Perlentor. Ach, Perlentor war das da. Okay. Knusper, knusper, aua. Testen wir gleich mal unsere Fähigkeiten ein bisschen. Er hat keine Sonderattacke. Abwehr des Ziels zu schwächen. Klingt doch gut. Oh, das war aber kurz. Schnarch finde ich jetzt nicht so nett. So, Bodo muss ich selbst erstmal heilen. Ah, oh, kann doch nicht zaubern gerade, okay. Aber gerechter Regen funktioniert doch bestimmt. Weil das ist ja kein Zauber, sondern eine Fähigkeit. Was hat er eigentlich für Zauber? Okay. Gehen ja aber gerade nicht. Schmettern wir mal unseren Schild. Schildschmetter. Oh, 20 ist nicht viel. Ja. Oh. Ah, hat mich aufgeweckt. Super. Was macht schnittiger Schlag eigentlich? Das andere ist wahrscheinlich besser, oder? Gut, macht sich jetzt nicht so viel. Machen wir nochmal das hier. Vielleicht hält es ja diesmal länger an.
Oh, diesmal hat's Bodo geschnarcht. Ich glaube nicht, dass es sich hier nochmal verstärkt, oder? Das war wahrscheinlich nur in dem einen Kampf. Beim letzten Mal ist aber kein Schwert runtergekommen, oder? Was hat er für Attacken? Stärkung, Mega-Stärkung. Machen wir mal das. Wie? Ach, er ist immer noch. Okay. Aber das merke ich mir dann für gleich. Mehr Quadrathiebe. Ah, jetzt hat er einen Alten aufgeweckt. Finde ich gut. Oh, Bodo hat das keine Zauberwirkung schon wieder. Bin halt Perlentor. Moment, bei ihm ist jetzt Zauber. Magische Barriere, dass wir uns erstmal schützen. Vor ihren Zaubern. Nochmal Quadrati. Bin ich jetzt aber nicht nett mit der Zauberresistenz. Mega Stärkung. Können wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden reinhauen? Nochmal Perlentor. Nötiger Schlag. Das glaube ich auch ein bisschen weniger Mana. Genau. Aber jetzt auch ein bisschen weniger Schaden. Ach, jetzt hat sie Mega Stärkung. Ach nee. Ach nee, erst recht nee. Machen wir weiter mit Perlentor. Was war eigentlich gerade mit gerechter Regen hat aufgehört, oder? Genau, also müsste ich wieder gerechter Regen reinhauen, damit es wieder besser wird. Also, dass ich wieder ein bisschen geheilt werde. Dieses pro Runde heilen ist nämlich gar nicht so schlecht. Und sie ist immer noch schon mal, das ist gut. Ich glaube, Dingens kann auch sein Mana hergeben, oder? Bodo. Aber selber halt immer so viel Mana. Danke für dein Mana. Ach, nur 11, schade. Ich hätte ein bisschen mehr gehofft. Komm schon, kipp um. So viel Leben kann es doch gar nicht mal sein. Er ist eingeschlafen? Ach, Bodo. Danke, Rio.
Habe ich hier zaubertechnisch irgendwas? Nee, nee. Nee, nee, nee. Mehr Helmspalte. Machen wir Helmspalterei anstatt Haarspalterei. Ich habe nichts, was irgendwie Mana zieht. Nee, kann ich nicht. Märchendicke. Vielleicht doch einfach einen normalen Angriff. Wow! Der normale Angriff hat gereicht. Wow! Avaritia wurde besiegt. Verfickt. Verflickt und fuhrgenäht. Ich wurde befiegt. Das ist unmöglich. Ha, das hast du nun davon, dass du so ein gieriger Teufelsbraten warst. Geht es euch allen gut? Seid ihr doch nicht, verletzt? Uns geht es gut, dank dir, tapferer kleiner Sohn. Wir waren nur auf Avaritayas Gefangene. Der hat uns nicht wehgetan. Der Held der Menschen, die gerettet wurden. Ihr habt uns gerettet. Ich, wie kann ich euch nur dafür danken? Holde Maid, ein Lächeln ist mehr als genug Dank. Jetzt Schätze durchsuchen. Hier ist sie, Mamas Halskette. Ach, aber sie ist zerbrochen. Nein, sie ist kaputt. So kann ich sie Papa nicht zurückgeben. Sonst wird er noch trauriger. Aber nicht doch, du kleines Dummerchen. Hat dir dein Papa nie gesagt, dass der gute Wille zählt? Selbst wenn die Kette in 1000 Stücke gegangen wäre, wärst du trotzdem sein kleiner Held. Denn es gibt tatsächlich eine Person mit Absatzschuhen. Wir sehen sie nun leider gerade nicht. So ist es. Es wird Zeit, dass wir Son und die anderen ins Dorf zurückbringen. Und zwar mit Stil. Kommt, ihr Lieben. Eure Parade wartet auf euch. Und zwar die nette Dame, die übrigens... hier an der Seite ist, hat Absätze. Lass dir nur Zeit, mein Lieber. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ciao, ciao. Sattelfester Sieger. Okay. Gibt's hier noch irgendwas für mich? Nee. Ne, gibt nichts für mich. Spiel sagt, XP müssen reichen. Oha, meine Parade ist nicht mehr hier. So, zurück zum Mandala. Die Gurke da sah gerade aus, als würde sie die Parade mitmachen. Gucken wir mal. Laufen wir einfach mal durch. Oh,
getanzt wird auf jeden Fall. Wahrscheinlich nochmal in das Haus vom Alten, oder? Ich hätte gerade lesen können, ich weiß. Aber nee. Lesen ist Quatsch. Da war es eins höher. War eins höher, oder? Das hier war... Tatsächlich. Aber die Halskette ist kaputt gegangen. Mein Vater wird mächtig wütend sein, wenn er sie sieht. Sei nicht albern, Schätzchen. Wie könnte er wütend sein, wo du doch gesund und munter zu ihm zurückkehrst, hm? Rede einfach mal mit ihm. Ich werde hinter dir stehen. Also gut. Ich habe zwar Angst, aber ich werde es tun. Hallo, Vater. Ich habe dir Mamas Halskette aus dem Versteck der Bestie geholt. Aber sie ist kaputt. Du hast was getan? Töricht, das Kind! Du hättest umkommen können. Und was wäre dann aus mir geworden, hm? Ohne dich? Du bist doch das Wichtigste, was ich habe. Aber du hast gesagt, Mamas Halskette wäre das Wichtigste, was du hast. Ja, aber ich habe das nicht wirklich so gemeint. Wie könnte ich das? Verstehst du denn nicht? Ich traute dem Monster nicht über den Weg. Also habe ich gelogen, weil ich dich beschützen wollte. Wirklich? Ich dachte, ich bin dir egal. Es tut mir leid. Du hast dir bestimmt solche Sorgen gemacht. Ja, Männer und ihre Gefühle. Kaum zu glauben, dass alles nur ein Missverständnis war, wären er und sein Vater nur ehrlich zueinander gewesen. Ja, schön wär's. Wir sehen uns draußen, ja? Papa, das sind meine neuen Freunde. Sie haben alle gerettet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr seid wahre Helden. Bei unserer ersten Begegnung, als ihr mich gerettet habt, da war ich auf der Suche nach Son. Aber ich musste so tun, als wäre er mir gleichgültig. Das Monster hätte zurückkommen und meine Lüge durchschauen können. Ich hoffe, ihr versteht. Wo ist mein gefiederter Freund? Stefan? Ich wollte mich bei ihm bedanken. Leonardo ist plötzlich verschwunden. Wir sollten wohl nach ihm suchen. Natürlich freue ich mich darüber, dass Son und sein Vater sich wieder gut verstehen. Selbstverständlich tue ich das. Die ganze Sache hat mich einfach nur so aufgewühlt. Was sagst du da? Du suchst nach Rio? Ich habe ihn gesehen, wie er die Treppe hochgegangen ist. Weit weg ist noch nicht, glaube ich. Hä? Aber beim nächsten Mal werden wir Rio verfolgen. Ja, Stefan ist unser Vogel, also ist halt unser gefiederter Freund. Es ist doch... 1 und 1 einfach zusammengezählt. So, jetzt ist safe gespeichert. Und jetzt das hier. Ich glaube, ich habe ganz, ganz rote Augen schon. Zumindest fühlen sich meine Äuglein gerade ziemlich kaputt an. Uiuiuiui. Ich hoffe, euch hat der Stream heute Spaß gemacht. Ich muss jetzt gerade überlegen. Morgen ist Sonntag.
Ja, das stimmt. Die Aussage stimmt noch. Morgen ist Sonntag. Morgen ab 18 Uhr habt ihr, glaube ich, Downy mit Dragon Quest. Nein, Quatsch. Mit Dark Souls. Fängt auch mit D an. Nur kommt dann ein S, eine Abkürzung. Und danach müsste Froschi mit Danganronpa kommen. Schon wieder ein D. Mensch, was machen wir denn da? Also 18 Uhr, Downy. Seht zu, wie Downy stirbt. Ich kann noch nicht mal mehr reden. Kopf kaputt. Danach seht ihr, wie der Frosch löst, wer gestorben ist. Nein, okay. Er weiß ja, wer gestorben ist. Der Frosch löst, wer wen umgebracht hat. So rum. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Dasein. Mich habt ihr, glaube ich, Dienstag wieder? Ich glaube, Dienstag stehe ich im Plan. Genau, Dragon Quest, Dark Souls, alles dasselbe. Seid morgen auf jeden Fall für die beiden auch wieder dabei. Die würden sich ganz bestimmt auch freuen. Bis dann. Tschüss. Wir gucken mal, ob wir noch in irgendjemanden reinhosten können. Bis dann.